ihr lieben Meckereien. Heute ist etwas ganz Besonderes angekommen und da möchte ich euch gerne teilhaben lassen. Ihr merkt schon, von der Seite kommt kein Licht, ganz einfach deswegen, weil ich das Licht nämlich da und da unten und dort hinten entsprechend so aufgebaut habe, dass ich nicht ein Video filmen kann, sondern dass ich ein Foto schießen kann. Also von der Seite merkt ihr, da kommt noch ein bisschen mehr Licht als Backlight, als Hairlight sozusagen, wenn man so will. Der Grund dafür ist ganz einfach der, es ist neues Material eingekommen. Und zwar nicht irgendein Material, sondern eins aus Europa. Und das finde ich so genial, dass ich euch das gerne zeigen möchte. Hier seht ihr, ist die Kamera aufgebaut. Das Material kommt von 3D Cordo, wie ihr lesen könnt. Da steht der Voron. Nein, um den geht es heute Abend im Livestream oder morgen im Livestream nicht. Da geht es ausnahmsweise mal um was etwas anderes, nämlich um die Palette. Die werde ich mit euch nochmal zusammen am Mini einrichten. Und wir werden versuchen, am Mini entsprechend etwas, das Ganze zu kalibrieren, besser gesagt. Weil großartig einrichten oder sowas ist ja sonst nicht, weil das Ding läuft einfach wie gedoppt. Ist einfach ein Top-Gerät, muss man einfach sagen. Und dieses Material habe ich auf der Form Next kennengelernt, habe davon auch schon Proben bekommen. Und muss sagen, dass das echt cool ist. Also die Farbe hier, die wir jetzt hier haben, ist Azurblau. Man sieht es auch jetzt hier relativ gut, glaube ich mal, auf der Kamera. Es ist so ein Schimmer drin. Es ist so leicht silbrig, so leicht metallig irgendwie in der Richtung von der Optik her. Finde ich mega interessant, die Farbe. Gefällt mir noch besser als das von Azur. Sorry, wenn ich das so sagen muss. Dieses Grün-Blau-Petrol oder was es war, das sieht echt Hammer aus, muss ich sagen. Also es ist echt cool. Na, jetzt findet mich die Kamera nicht mehr. Hallo, ich bin noch hier. Das ist echt eine coole Farbe, muss ich echt sagen. Und jetzt mal nochmal da geguckt. Die gute Dame von 3D Cordo hat entsprechend Filamente als Proben mitgeschickt. Das ist jetzt nicht nur alles PLA, sondern da ist auch noch irgendwo, da ist eine PETG dabei. Da ist ein Kupferfilament, also hier ist ein PETG. Das ist ein Kupferfilament, PLA, PLA, PETG nochmal in weiß. Vielleicht werden wir das auch noch verlosen. Mal gucken, weiß ich noch nicht ganz genau, heute Abend im Livestream. Also eine von den PETGs, das andere bekommt ihr nicht. Oder sind das unterschiedliche Durchmesser? Nein, es sind beides 1,75. Okay, da könnt ihr nochmal gucken. 3D Cordo. Das PETG selber habe ich schon verdruckt. Ist eine super Alternative zu, zu Ethan, muss ich mal sagen. Liegt auch ungefähr preislich in dem gleichen Bereich. Und ist in Europa hergestellt, das heißt also, der Nachschub sollte jetzt trotz dem großen C entsprechend nicht so schwer sein. Das war jetzt innerhalb von ein, zwei Tagen was hier. Ist auch relativ erschwinglich und wir sollten uns preislich auch wirklich in der Range bewegen. Vielleicht machen wir einen Einführungspreis, genau zum gleichen Preis wie Ethan. Das ABS habe ich jetzt allerdings noch nicht getestet. Habe ich auch keine Probe da. PETG druckt sich wie jedes andere PETG auch, muss ich echt sagen, keine Probleme mit gehabt. Und wie gesagt, preislich halt im Rahmen von Ethan. Also irgendwas um die 20 Euro. Ja, ist also echt eine Ansage. Ist in Europa hergestellt, kommt aus Polen. Und die Dame war echt super nett. Und die Farben, muss ich echt sagen, schießen mich auch so ein bisschen weg. Also das Orange hat es mir so ein bisschen angetan. Ich gehe nochmal rum. Das Orange hat es mir echt so ein bisschen angetan. Oder aber auch nochmal, ich kann es nicht oft genug zeigen, dieses Blau, dieses Azurblau. Wem die Farbe auch gefällt und wer gerne davon eine Probe haben möchte, abonniert die Box. Es wird in der Box drin sein. Ja? Als ich die Farbe gesehen habe und gehört habe, das ist Azurblau oder wie es auch genannt wurde, ja, muss in die Box rein. Muss in die Box rein. Deswegen, wenn ihr das haben wollt, abonniert die Box. Wir haben noch, glaube ich, ein, zwei übrig. Also wir haben nicht unbegrenzt. Die nächsten zwei, drei Leute, die das bestellen, werden vielleicht noch bedient. Ich muss mal gerade rüber gucken, gehen gleich nochmal. Aber wir können noch ein paar Boxen abdrücken. Ist definitiv ein spannendes Material und es werden noch ein paar andere coole Sachen drin sein, die ich aber nicht verraten werde, weil es soll ja eine Überraschung für euch sein. In diesem Sinne, bleibt uns gewogen. Abonniert den Kanal, damit ihr den Livestream nicht verpasst. Abonniert den Kanal, damit ihr nicht verpasst, wie ich dieses PLA gedruckt habe. Und abonniert den Kanal, wenn ihr an den nächsten Gewinnspiel teilnehmen wollt. Vielleicht wird es auch bestimmt noch was mit 3D Cordo zusammengeben. Müssen wir mal schauen. Ist auf jeden Fall ein sehr interessantes Filament und wird in Europa hergestellt. Finde ich echt super und hat man nicht alle Tage. Von daher, ich wünsche euch was. Happy Printing!